natürlich vor dem Finale sehr, sehr nervös, weil ich wusste, okay, ich bin ein Spiel davon entfernt, Weltmeister zu werden. Also es fing eigentlich alles so an, dass mein Bruder sehr gerne und sehr viel FIFA gespielt hat und ich als kleiner Bruder wollte natürlich irgendwo so sein wie mein großer Bruder und wollte auch spielen. Leider durfte ich nicht, weil er ein älterer Bruder war, konnte er das natürlich auch entscheiden. Er war so der Beste bei uns in der Gegend, also zwischen seinen Freunden habe ich auch immer mitbekommen. Und mit der Zeit durfte ich dann auch spielen, weil ich älter war. Und anfangs war er natürlich viel besser als ich, aber mit der Zeit wurde ich irgendwann besser als er. Und dann mit 14, 15 ging es dann so eher in die professionellere Schiene, wo ich das Ganze ein bisschen ernster genommen habe. Und mit 16 wurde es dann komplett ernst, als ich dann beim HSV angefangen habe. Nach meiner ersten Saison beim HSV bin ich zu Rebels Gaming gewechselt. Ich denke, das war auch der richtige Schritt. Einfach aus dem Grund, weil hier alles sehr professionell ist und das ganze E-Sports-Thema sehr, sehr ernst genommen wird. Im Team haben wir uns direkt von Anfang an sehr gut verstanden, aber die Events haben uns dann noch ein bisschen näher zusammengeschweißt. Es lief alles sehr gut. Kommt der Querpass, überragend! Und plötzlich sitzt du da und fühlst dich einfach nur leer. Deutscher Meister, Sieger des VBL Grand Finals 2022 ist Dylan Mike! Game over. Eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft bin ich in der E-Champions League leider auch knapp vom Ziel ausgeschieden. Und nach dem Finale kamen natürlich viele Freunde auf mich zu und wollten mich aufbauen, wollten mich motivieren. In dem Moment, ja, nimmst du deren Hilfe nicht ganz wahr. Also du blendest das komplett aus, du bist trotzdem sehr traurig über deine Niederlage. Aber ich bin eigentlich darin auch relativ gut, mich selbst zu motivieren und habe mich dann zum Glück nochmal gestraft. Gesagt, okay, bringt nichts mehr weiter zu weinen, bringt nichts mehr traurig zu sein, das ist jetzt abgehakt und die wichtigsten Turniere folgen noch. Ich habe mir die nächsten Tage einfach ein bisschen Zeit für mich genommen und mich versucht, ein bisschen auf mich zu fokussieren, mich ein bisschen zu erholen. Ich glaube, jeder kennt das, jeder, der FIFA gerne spielt, spielt auch gerne Fußball, genau wie ich. Ich bin auch mit Fußball aufgewachsen und das ist einfach der Sport, den ich am meisten liebe. Bei meiner ersten WM natürlich sehr, sehr aufgeregt, aber auch sehr, sehr hyped, die WM zu spielen, weil ich da zuvor noch keine WM gespielt habe. Bei so einer Weltmeisterschaft muss natürlich alles stimmen. Ich wusste, ich habe das Potenzial, das zu gewinnen, aber das sind so Kleinigkeiten, die einfach da sein müssen. Und während dem Turnier hat man dann gemerkt, okay, man ist nicht mehr weit vom Titel, es sind nur noch ein paar Spiele, was Außenstehende gar nicht so wirklich realisieren, weil die vielleicht denken, okay, man ist direkt bei der Weltmeisterschaft schon dabei, es ist nur ein Turnier, aber es sind 9 Monate, die du einfach spielst, um bei der WM mit dabei zu sein. Das ist so ein harter Weg und so ein weiter Weg, was halt viele Spieler auch nicht schaffen. Deswegen merkst du halt während der Weltmeisterschaft, wie nah du eigentlich am Titel bist. Die Harmonie zwischen mir und meinem Coach ist eigentlich sehr gut, weil Ferminator weiß, wie ich tick. Da weiß ich, dass ich die Analysen vor dem Spiel sehr, sehr wichtig finde zu den Gegnern, damit ich weiß, wie ich am besten Tore schießen kann und wie ich am besten verteidigen kann. Aber er weiß auch, dass ich während dem Spiel einfach voll und ganz meinen eigenen Kopf durchsetzen möchte und einfach nur meine Musik hören möchte und einfach spielen will. Deswegen respektiert er das auch und vertraut mir auch und lässt mich dann während des Spiels eigentlich mein Spiel spielen. Into Mbappe for Umits! Here they come, our finalists of the FIFA E-World Cup 2022. Ich war natürlich vor dem Finale schon sehr nervös. Es geht halt um viel Geld, es geht um viel Prestige. Aber es war auch natürlich ein Lebenstraum, den ich mir erfüllen wollte. Im Finale war das Publikum natürlich sehr, sehr laut und es waren viele Deutsche am Start, die natürlich dann auch mich supportet haben. Ich habe das dann auch gemerkt und zwar schon auch während ich gespielt habe, hat sich das angefühlt wie so ein Fußballstadion. Obwohl ich Kopfhörer drin hatte, obwohl ich Musik gehört habe, habe ich die anderen gehört, wie die ganze Zeit meinen Namen geschrien haben. Das macht einen natürlich ein bisschen nervöser, habe ich in dem Moment aber einfach nicht gesagt, weil ich mich einfach aufs Spiel fokussieren wollte. Und ich glaube, im Nachhinein hätte ich besser gefunden, wenn die ein bisschen leiser gewesen wären, aber das konnte man dann nicht ändern. Für uns parat, Sacholitz! Marcelo, es geht weiter, Umut bleibt dran. Jetzt kommt der Finalschuss als Aluminium. Und dann ist das Spiel zu Ende. Elfmeterschießen im WM-Finale.
und Ronaldo verschießt. Umut kann treffen und hätte den Vorteil. Und er macht ihn. Er muss treffen, ansonsten ist Umut Weltmeister. Gemacht er. Das ist der WM-Schuss. Das ist der Titelschuss. Er brennt den Iceman im Elfern nieder. Unfassbar, unglaublich. Ey, Bruder, eins. Alarm! Alarm! Hoch auf! Ich habe mir nicht allzu viele Gedanken vor dem Elfmeter gemacht. Ich habe einfach in die Mitte geschossen, relativ planlos, um ehrlich zu sein. Aber als der Elfer dann drin war, war ich einfach unglaublich glücklich. Ich glaube, so einen Moment kann man nicht beschreiben. Ich kann mich auch gar nicht richtig mehr daran erinnern. Ich bin einfach nur ausgerastet, habe einfach nur rumgeschrien. Aber der Moment danach war, denke ich, der schönste Moment in meinem Leben, als mir Familie geschrieben hat, als ich mit meinem Bruder telefoniert hat, als mir Freunde gratuliert haben, auch die vor Ort waren. Ich denke, das war ein Moment, den ich niemals vergessen werde und den mir niemand nehmen kann. Er ist der beste FIFA-Spieler der Welt. Schreit niemals so laut, das lohnt sich nicht. Als ich von Kopenhagen dann auf dem Weg nach Hause war, habe ich ein paar Insta-Stories gesehen, wo ich markiert wurde. Und da war dann ein Riesenplakat in Leipzig aufgehangen. Und als ich vor dem Plakat stand und mehrere Leute, die Autos gefahren sind, einfach so gehupt haben und mir gewunken haben, und hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr geil angefühlt. Und war natürlich in dem Moment auch ein bisschen surreal. Ich wurde auch wirklich danach vor dem Stadion dann von älteren Leuten angesprochen und nach Fotos gefragt, weil die das dann halt über Leipzig mitbekommen haben. War natürlich ein sehr, sehr schöner Moment, dann vor dem Stadion zu sein und dass dann so viel Interesse an dem ganzen Thema E-Sport gezeigt wird. Durch den E-Sports hat sich dann auch eine gewisse Connection zu ein paar Leipzig-Spielern entwickelt. Die haben mir natürlich auch zum Titel dann gratuliert. Und wenn die auf dem Platz stehen, ist es natürlich auch so, dass man ein bisschen mehr mit denen mitfiebert und hofft, dass die besonders gut performen, weil man sich halt mit denen noch im Real Life auch sehr, sehr gut versteht. Ich habe jetzt auch meinen Vertrag verlängert. Und ich glaube, die Ziele sind eigentlich relativ klar. Wir wollen als Team natürlich jedes Spiel gewinnen. Ich will selber auch jedes Spiel gewinnen. Und natürlich will ich den Weltmeistertitel verteidigen, was natürlich sehr, sehr schwer ist, was noch niemand geschafft hat. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um der Erste zu sein.